Heute zeige ich euch mal, wie der Pull-Roboter arbeitet. Der Name vom Pull-Roboter ist Dolphin, Mytronics Dolphin Primus RC. RC steht für Fernbedienung. Dolphin ist eine Markenfirma für Pull-Roboter. Ich habe den heute einen Tag im Einsatz. Bin sehr überzeugt. Ich habe eine Treppe im Pool. Hier macht er ein paar Probleme und kriegt die Treppe natürlich nicht sauber. So. Und dann habe ich ein Podest im Pool und hier oben kommt er auch nicht hoch. Das muss ich alles mit der Hand nacharbeiten. Aber auf dem Boden, das hat mir bisher die meiste Arbeit gemacht, macht er seinen Job gut. So. Deshalb wollte ich mal filmen, weil ich habe im ganzen YouTube nichts über den Einsatz von einem solchen Poolroboter an Videomaterial gefunden. Wenn ihr euch einen kaufen wollt, den kann ich empfehlen. Der kostet neu 1200 Euro, 1300 Euro. Gebraucht findet man den auch schon. Und ja, er lässt sich leicht reinigen. Von unten einfach zwei Verschlüsse aufmachen, die Filter sauber machen mit einem normalen Gartenschlauch und dann wieder einsetzen. Er kann auch die Wände reinigen. Hier habe ich jetzt eingestellt nur Boden. Das heißt, er fährt bis zur Wand, merkt, da ist eine Wand und fährt wieder zurück. Wir haben jetzt auch Glück. Hier unten liegt Dreck. Er fährt, glaube ich, genau drauf zu. Der Dreck besteht aus ein paar Regenwürmern und irgendwelchem anderen Dreck. Und jetzt kommt er an und schnappt sich. Merkt, hier kommt eine Wand. Kann ihn natürlich auch wieder einstellen auf Wandbetrieb, also Wand und Boden. Und jetzt hat er schon einen Teil weg. Schön. Da fährt nachher nochmal hier drüber und dann ist alles weg. So. Das Problem, was ich sehe, ist, dass er einfach unwillkürlich hin und her fährt und nicht wie ein neuerer Rasenroboter sein Gebiet scannt und weiß, wo er schon war. Das kann er nicht. Aber das spielt keine Rolle. Wir haben die Zeit und der Zufall wird so wollen, dass er da nochmal hinfährt. Zur Not habe ich eine Fernbedienung, wo ich ihn direkt dahin steuern könnte. Aber da bin ich zu faul. So, nach anderthalb Stunden ist er im einfachen Gang fertig und bleibt einfach stehen. Man nimmt den raus. So, Pool kann wieder genutzt werden. Man hört gar nichts. Absolut leise. Man soll nicht baden, sofern der drin ist. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht hat man Angst, dass ein Kurzschluss ist. So, da versucht er sich an der Treppe. Aber er schafft's nicht. Obwohl, er ist ja sowieso nur eingestellt auf Bodenbetrieb. Aber trotzdem schafft er das nicht. So. Er hat einen Verdrehschutz dran für das Kabel. Man muss sich vorstellen, man verlässt den Pull-Roboter auch mal und in der Zeit, wo er hier seine Arbeit macht, dreht er sich ja 100-mal im Kreis und da ist es schlecht, wenn das Kabel dann völlig verwirrt ist und er in irgendeiner Ecke stehen bleibt, weil er sich verheddert hat. Das kann ja nicht passieren mit diesem Kabel. Oder zumindest sollte es nicht passieren. So, jetzt sehen wir, dass er die restlichen Regenwürmer ansteuert. Weg. Ja, weg. Super. Die kann meine Frau nachher sauber machen. Oder aus dem Filter rausholen, die ganzen Würmer. Okay. Hier unten ist nochmal Dreck. Mal gucken, ob er genau dort lang fährt. Ja. Der dreht auch noch mal gut. Ne, den hat er nicht ganz weg. Aber gut. Ergebnis ist super. Ein Wurm ist noch da. Gerät ist jetzt gerade 5 Minuten im Einsatz. Da ist noch ein Wurm. So, weg ist er. Super Sache. Kann ich empfehlen. Danke fürs Zuschauen.